Auf der Inneren sorgt gleich der Bruder der 40-jährigen Tanja vor einem wichtigen OP-Termin für Verwunderung. Hallo, schönen guten Tag. Tanja Gerdes mein Name. Ich bin für meinen Bruder hier, André Gerdes. Und der bekommt die Batterie im Herzschrittmacher ausgetauscht. Ganz genau. Ich bin nur ein bisschen spät. Ist er schon da? Ja, nee, er ist noch später. Er ist noch gar nicht aufgetaucht. Ich habe auch just versucht, ihn zu erreichen. Okay. Aber er hat sich noch gar nicht jetzt zurückgemeldet. Wir warten auch wirklich händeringend hier auf ihn, weil er den Termin eigentlich schon... Ich würde es gerade noch mal versuchen. Ja, Sie können es gerne auch noch mal versuchen. Bei mir ist er eben nicht dran gegangen. Aber vielleicht haben Sie mehr Glück. Das wäre nicht schlecht. Ja, wir sind ja jetzt schon zu spät, deswegen, es wundert mich. Ja, ja, genau. Kannst du uns auch gleich noch mal versuchen? Hallo. Auch dran. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ich nehme an, Sie sind Herr Gerdes. Genau. Ja. Wir warten schon auf Sie. Du bist ein bisschen spät. Ja, ich weiß. Herr Gerdes kam leider viel zu spät. Und als er dann hier auftauchte und wir ihn am Aufzug erspähten, da zog er ganz schnell seine Maske hoch. Ich wusste jetzt gar nicht so genau, warum er das tat. Er sah da irgendwie in dem Moment auch seine Schwester hier bei mir auf dem Flur. Aber das Motiv dafür, warum er jetzt den Schal wirklich so hoch ins Gesicht zog, das war mir in dem Moment gar nicht klar. Hier ist der besagte Herr Gerdes. Hallo, er ist endlich aufgetaucht. Ja, wir kennen uns ja schon. Ich habe Sie schon erwartet. Ich habe schon gedacht, Sie haben sich anders überlegt. Ja, Entschuldigung, ich hatte noch ein Vorstellungsgespräch. Hat ein bisschen länger gedauert. Wer sind Sie, wenn ich frage? Ich bin seine Schwester, Tanja Gerdes. Hallo, freut mich. Ich bin zur Unterstützung. Ja, das ist eine gute Idee. Herr Gerdes war mir schon längere Zeit bekannt. Er war heute eigentlich zu einem ganz besonderen Eingriff da, denn es stand jetzt tatsächlich mal ein Wechsel der Schrittmacherbatterie an. Man sagt zwar umgangssprachlich immer Batterie, allerdings ist es dann doch ein bisschen mehr, weil man tatsächlich das ganze Aggregat wechseln muss. Und entsprechend nervös war er auch. Sie scheinen so nervös. Setzen Sie sich erstmal hin. Und dann, ich gerade sagen. Genau, ne? Sie kennen das ja eigentlich alles schon, ne? Es ist ja eigentlich nichts Neues. Hoppala, haben wir auch. Ja, ich war gerade noch bei der Bank. Ich habe noch mein Erspartes abgeholt. Ein reicher Mann zu sein. Naja. Ganz schön mutig, dass du durch die Gegend zu tragen. Ich mich nicht trauen. Entschuldigung. Also, wollen Sie den Schal nicht abmachen? Naja, ich habe so ein bisschen Herpes an der Lippe und darum hatte ich jetzt gerade den Schal hochgezogen. Ich schäme mich so ein bisschen dafür. Das wissen Sie gar nicht und Sie brauchen auch keine Angst haben, weil Herpesviren, die übertragen sich eigentlich nicht über die Luft, wenn Sie da jetzt eine Infektion haben. Ich müsste mir das sowieso anschauen. Ja, wenn es sein muss, dann... Hier sind Sie ja auch sonst an der richtigen Adresse. Hm? Sind Sie sicher, dass es Herpes ist? Ja, schon. Es sieht für mich nicht nach Herpes aus, André. Es sieht aus, als hätte... Naja, aber das ist ja jetzt auch egal. Ich bin ja wegen meinem Herzschrittmacher hier. Stellen wir es erstmal hinten an, ne? Herr Gerdes war ja eigentlich noch ein relativ junger Patient. Mit gerade mal 47 Jahren hat er schon vor nunmehr 7 Jahren einen Schrittmacher bekommen, weil er nämlich an einer angeborenen Herzschwäche leidet, die mit den Jahren immer stärker geworden ist. Und in so einem Fall ist es eben sehr wichtig, die Pumpfunktion des Herzens zu unterstützen, indem man einen Schrittmacher einsetzt. Sie haben ja einmal das Aggregat, was wir heute tauschen, wo auch die Batterie drin ist. Die hält halt so 6 bis 10 Jahre. Sie müssen auch keine Angst haben, dass die Batterie plötzlich ausgeht, sondern die sind so eingestellt, diese Batterien, dass sie eben mindestens diesen Zeitraum halten. Und wir haben noch genug Zeit, aber wir machen das halt jetzt rechtzeitig. Mhm. Und genau. Ich habe Herrn Gerdes dann kurz untersucht, die nochmal abgehört. Und da die Herztöne rein und rhythmisch waren, sprach eigentlich von meiner Seite nichts mehr gegen den geplanten Eingriff. Ja, dann bereite ich schon mal soweit alles vor, ne? Ach, ist doch egal. Nee, ich finde, Herpes sieht einfach anders aus. Also für mich sieht das aus, als er auch ein bisschen dicker ist, als hat jemand da geschlagen, oder? Und dann hast du hier so viel Geld dabei. Nein. Also ja, das ist heute so ein wichtiger Termin und dann kommst du zu spät. Wichtig ist doch mein Herzschrittmacher, nicht was mit meiner Lippe ist oder so. Und du bist sehr nervös, mich macht das nervös. Ja, das verstehe ich. Man macht sich doch die ganze Situation. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein Routineeingriff, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir haben ausführlich schon darüber gesprochen. Er ist hier im besten Händen, wirklich. Absolut. Patient André will offenkundig nicht verraten, was er wirklich vor der anstehenden OP getrieben hat. Im Einleitungsraum scheint dem 47-Jährigen jedoch etwas unter den Nägeln zu brennen. Sie wirken ganz unruhig, ängstlich auf mich. Ja, haben Sie Angst? Ich bin immer ein bisschen nervös, jetzt wegen meinem Werner Herz-OP. Ja, ja, verstehe ich, ganz klar. Aber das ist ein Routineeingriff und Sie kennen das ja schon.
Und das geht ganz schnell. Ist eigentlich ein ganz kleiner Eingriff. Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Okay. Ja? Okay. Sonst soweit haben wir hier alles. Schauen wir noch. Ich sehe gerade, ich habe keine Patientenaufkleber. Ich bin sofort wieder zurück. Ja, die muss ich mal eben holen. Dass Andres Nervosität nichts mit der Operation zu tun hat, zeigt sich bei der Rückkehr von Schwester Kana. Herr Gerdes, was machen Sie da? Warum funktioniert das denn nicht? Herr Gerdes, das ist unser OP-Telefon. Das brauchen wir schon mal. Da kann man nur mit einer Vorwahl rauswählen. Ach so. Aber wen wollen Sie denn anrufen? Ich musste noch einen wichtigen Anruf machen vorher. Aber Herr Gerdes, was kann denn so dringend sein, kurz vor einer Operation, dass man noch mal telefoniert? Ach, wenn das ganze Leben den Bach runtergeht, dann ist die Gesundheit ja auch egal. Nee, das können Sie so nicht sagen. Also die Gesundheit ist da schon wichtiger. Ich habe ihm dann den Ratschlag gegeben, noch mal mit seiner Schwester über sein Problem zu sprechen. Ich habe die Frau auch kennengelernt, total nett. Aber da hat er komplett dicht gemacht. Also das muss wohl irgendwo das Problem sein. Es muss irgendwie mit der Schwester zusammenhängen. Was André wohl verbirgt, wird nach dem Eingriff aber immer undurchsichtiger. Seine Schwester Tanja hat nämlich einen verstörenden Anruf erhalten und wundert sich zudem, dass seine Frau Annette nicht an seiner Seite ist. Möchtest du mir noch irgendwas sagen? Nein. Okay. Gut. War Annette schon hier? Ja, die war gerade hier, aber auch nur kurz. Die musste dann wieder zurück zur Arbeit. Okay. Ich saß ja in der Cafeteria, die hätte ja mal kurz Hallo sagen können. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie dich nicht gesehen. Okay, das finde ich seltsam. Und nicht nur das, Marcel hat mich angerufen. Mein Ex. Ich weiß nicht warum. Also, das ist mein Ex-Freund. Ja, aber schon länger, ein halbes Jahr schon. Mhm. Und hat nach dir gefragt. Ich finde das ein bisschen seltsam. Warum? Vielleicht hat er mitbekommen, dass ich operiert werde. Ja, ihr habt euch nie gut verstanden. Also es ist irgendwie, du hast da diese Wunde und das Geld, es ist... Naja. Ich konnte natürlich die Sorge der Schwester hier total nachvollziehen. Also da passiert wirklich in kürzester Zeit so viele komische Dinge, dass ich da, wenn ich ein Familienangehöriger gewesen wäre, auf jeden Fall erstmal die Augenbrauen hochgezogen hätte. Ich habe auch gute Nachrichten. Die OP ist komplikationslos verlaufen. Die erste Kontrolle haben wir gemacht. Läuft alles gut. Und jetzt soll das erstmal wieder für 6 bis 10 Jahre halten. Super. Und wenn Sie sich nachher gut fühlen, dann dürfen Sie auch die Klinik verlassen. Toll. Gut, naja, das hört sich doch nicht schlecht an. Das ist Marcel, ich verstehe das nicht. Warum ruft Marcel dich an? Entschuldigung, das ist mein... Wahrscheinlich hat er sich verwählt. Wollen Sie nicht rangehen? Nee, ich möchte nicht dran gehen. Okay. Ich möchte einfach nur wissen, warum Marcel, mein Ex-Freund, den du nicht leiden kannst, warum er dich anruft. Ich bin mir sicher, dass du mir irgendetwas verheimlichst. Das Ganze mit der Wunde, mit dem Geld. Okay. Ich sag ja, wahrscheinlich hat er sich verwählt. Gib mir mal das Handy her. Du brauchst mir nicht mit ihm zu sprechen. Oh, Herr Gerdes, oje. Okay, ich glaube, jetzt ist es doch alles ein bisschen viel, ne? Legen Sie sich mal zurück ins Bett. So. Was ist los? Was passiert? Ja. Mein Herz rast auf einmal so, mir ist ganz schwindelig. Okay. Ich bring mal eben die Frau Gerdes raus. Kommen Sie mal mit. Ich weiß, das wollen Sie nicht, aber lassen Sie jetzt mal kurz alleine. Meine erste Maßnahme war, als Herr Gerdes sich so aufgeregt hatte, ihn so gut wie möglich zu beruhigen, ihn zu einer ruhigen Atmung zu bringen und entsprechend seine Herzfrequenz zu senken. Dann habe ich ihn noch abgehört und seinen Blutdruck gemessen und eben sichergestellt, dass sein Kreislauf stabil bleibt. Die Ärztin befürchtet, dass Andres Herzrasen eine medizinische Ursache hat, die nun dringend geklärt werden muss. Derweil stößt seine Schwester bei einem Telefonat mit seiner Frau auf einen Hinweis, warum der Patient mit ihrem vorbestraften Ex in Kontakt steht. Sie schon besucht. Ich wollte jetzt wieder zu Ihrem Bruder. Möchten Sie mitkommen? Gerne. Ich rufe nur ganz kurz meine Schwägerin noch an. Es geht auch ganz schnell. Dann okay, können wir sofort rein. Ja, gut. Okay. Klären Sie das erst. Ich bin ja direkt hier. Ne? Dankeschön. Sagen Sie direkt Bescheid. Annette? Hi, ich bin's, Tanja. Wir haben uns vorhin verpasst. Ja, ich wollte fragen, wann du noch mal kommst. Okay, gut, davon wusste ich jetzt nichts.
Du, dann lass uns einfach später noch mal telefonieren, ja? Ich möchte jetzt erstmal rein. Frau Gerdes hatte ja dann auch noch ein sehr kurioses Gespräch, Telefonat hier auf dem Flur. Ich habe mich natürlich bewusst in den Hintergrund verzogen, weil ich schon wusste, dass da ordentlich was im Argen war. Ich möchte jetzt hier chaotisch. Gehen wir erstmal zu ihm. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Das ist Marcel, mein Ex. Was willst du hier? Wo ist denn dein Bruder, die Pfeife? Warum möchtest du denn zu meinem Bruder? Ja, ich wollte mal gucken, wie es ihm geht. Das brauchst du nicht. Also ich möchte auf gar keinen Fall, dass er zu meinem Bruder kommt. Du machst sicherlich wieder irgendwelche krummen Sachen. Nein, nein, ich wollte nur mal gucken, wie es ihm geht. Ich glaube es dir nicht. Ich glaub's dir nicht. Du hast immer irgendwelche krummen Dinge am Start. Und nee, definitiv darfst du nicht. Jetzt beruhig dich, aber wo ist er denn jetzt hier? Hören Sie mal, ich weiß jetzt auch leider gar nicht, wer Sie sind, aber ich merke gerade, dass die Situation wirklich unruhig wird. Und ich glaube, wir hören jetzt mal besser auf Sie. Ich würde Sie jetzt erstmal bitten, nochmal von der Station zu gehen, okay? Bis sich hier alles ein bisschen lüftet. Sag deinem Bruder, dass er sich schon mal bei mir melden soll. Nein, und du meldest dich auch nicht bei ihm. Finden Sie den Ausgang? Ja. Wunderbar, alles klar. Um ganz ehrlich zu sein, war mir dieser Marcel nicht so wirklich ganz koscher. Also der kam ja wirklich hier auf die Station, hat sich hier aufgeführt, hat den Herrn Gerdes ja hier indirekt schon fast beleidigt. Deswegen habe ich da einfach ganz rigoros entschieden, dass er jetzt am besten mal die Station verlassen soll. Ich habe gerade mit Annette gesprochen. Warum hast du mir das nicht erzählt, dass ihr schon gar nicht mehr zusammen seid, sie dich vor die Tür gesetzt hat? Wo wohnst du überhaupt? Wie kommst du überhaupt klar? Warum hast du mir gar nichts davon erzählt? Du hast keine Arbeit. Wo bist du denn jetzt untergekommen? In einer Pension. In einer Pension? Aber wie bezahlst du das denn, wenn du gerade keinen Job hast? Deswegen das Ganze mit Marcel, richtig? Ja, also ich arbeite derzeit für Marcel und treibe für ihn Geld ein. Und darum habe ich auch die Verletzung an der Lippe. Da ist so ein Typ auf mich losgegangen, wo ich Geld eintreiben wollte. Oje, oje. Du kannst dich doch nicht mit Marcel einlassen, wirklich. Also, du weißt, wie er ist. Ich verstehe nicht, dass du nicht zu mir gekommen bist. Naja, das war mir halt peinlich. Du hast mich immer gewarnt, ich soll Annette nicht heiraten. Und jetzt sind wir getrennt. Ja, das ist mir halt alles ziemlich peinlich. Ja, aber es muss dir doch nicht peinlich sein. Aber jetzt begibst du dich einfach in Gefahr. Du weißt, wie Marcel ist. Ja. Herr Gerdes hat ja dann zum Glück irgendwann mit der Sprache rausgerückt, nachdem seine Schwester ihn ja auch wirklich darauf gedrängt hat. Er tat mir eigentlich schon fast leid, weil er hat ja wirklich, der arme Kerl, hier Haus und Hof verloren. Seine Frau hat ihn verlassen, sein Job ist weg. Dass man da vielleicht auch nicht direkt mit der Wahrheit rausrücken möchte, vor allen Dingen nicht seinen Familienmitgliedern gegenüber. Also das kann ich schon zumindest in dem Moment nachvollziehen, ja. Ich wollte Ihnen nur sagen, woran das lag, dass Sie vorhin diese Beschwerden hatten. Sie haben etwas, das nennt sich Schrittmacher-Syndrom, vielleicht haben Sie das schon mal gehört. In der Fachsprache sagt man dazu also eine Re-Entry-Tachykardie, das bedeutet, das tritt vor allem bei der Form von Schrittmachern auf, die Sie haben. Sie haben ja einen Schrittmacher, der das Herz im Bereich der Kammer stimuliert. Eigentlich ist es so, dass das Gerät immer einen konstanten Rhythmus vorgibt und der Vorhof, also das, was der Kammer vorgeschaltet ist, nicht mehr reagiert. Bei Ihnen war das jetzt aber so, dass der Schrittmacher oder das Herz, die Impulse, die der Schrittmacher ausgesendet hat, aus Versehen als seine eigenen interpretiert hat und dann nochmal zusätzlich einen Impuls abgegeben hat. Das hat bei Ihnen zu diesem unregelmäßigen Herzschlag, zu diesem Gefühl der Beklommenheit geführt. Und dem Schrittmacher-Syndrom kann man tatsächlich gar nicht entgegenwirken. Das Einzige ist, durch regelmäßige Kontrollen dieses Problem frühzeitig zu erkennen und dann es entsprechend zu behandeln. Das ist zum Glück relativ einfach, weil man entweder den Schrittmacher umrüsten kann oder manchmal reicht es auch schon aus, einfach die Einstellungen zu ändern. Also wichtig ist eigentlich, dass wir das eben herausgefunden haben und dass Sie jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen länger hier bleiben müssen, weil wir das noch einmal kardiologisch abklären müssen und dann eben schauen müssen, dass diese Umrüstung vonstatten geht. Andres Herzschrittmacher wurde in der Klinik erfolgreich umgerüstet, so dass er ein beschwerdefreies Leben führen kann. Der 47-Jährige hat seinen Job als Geldeintreiber aufgegeben und fand mithilfe seiner Schwester neue Arbeit.